Einen wunderschönen guten Abend, willkommen zurück zu einer neuen Episode FIFA 21 nach der durchaus erfolgreichen letzten Episode. Immerhin hier, wie schon zurück, Sieg 4-0 gegen Bremen, 3-0 im Pokal gegen Kiel, das heißt zwei Spiele in Folge ohne Gegentor. Das ist schon bewundernswert, würde ich sagen, weil es mir sonst bisher nicht gelungen ist. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, glaube ich, kein anderes zu Null Spiel gehabt in der Saison bisher. Immer hat es Gegentor gehagelt. 4, 2, 1, 3, ja, immer wieder Gegentore ohne Ende. Letzte Episode nicht. Heute in der Champions League geht es gegen Beşiktaş um gar nichts mehr für mich. Ich bin auf jeden Fall Gruppensieger. 4 Punkte Vorsprung auf Neapel. Und für Beşiktaş geht es auch um nichts mehr, weil sie 7 Punkte Rückstand auf Real haben. Das heißt, erster und vierter Platz ist safe. Dementsprechend kann ich hier ein bisschen die B11 spielen lassen. Und danach geht es in der Liga weiter gegen Fortuna Düsseldorf. Also euch nun viel Spaß bei der Zusammenfassung der beiden Partien. Und hoffentlich geht die ungeschlagenen Serie fort, die wir gerade rechts gelesen haben. Beşiktaş Istanbul gegen Mainz 05, letzter Spieltag in der Champions League Gruppenphase. Und es geht für kein Team um irgendwas. Mainz hat den Gruppensieg sicher. Beşiktaş steht als Gruppenletzter fest, weil sie bisher keinen Punkt geholt haben. Mainz dementsprechend mit einigen Wechseln, aber trotzdem offensiv ausgerichtet. Pierre Gabriel schön zu Paul Nebel. Der hält den Ball noch im Spiel, bringt die Flanke auf den zweiten Pfosten. Da ist Diekmann, der Ball wird rausgeköpft. Aaron setzt nochmal nach. Aaron. Und dann gibt es einen 5-Elfmeter für Mainz. 5. Minute. Natürlich Elfmeter für Mainz. Wenn Mainz spielt, muss es Elfmeter geben. So ist es inzwischen schon fast im Bundesliga-Regelbuch verankert. Wir gucken natürlich auf die Wiederholung. Hier kommt der Ball an die Hand und dementsprechend ist es Elfmeter. Jonathan Burkhardt verschossen zuletzt gegen Kiel. Heute tritt er an gegen Beşiktaş. Gegen Destanoglu. Burkhardt. Jonathan Burkhardt an dem Pfosten. Und dann wird der Ball einfach nur ins Ausgeschlagen. Wieder vergibt er, der junge Mainzer. Hier nochmal die Wiederholung. Stramm geschossener Elfmeter. Platziert, und zwar zu platziert, der Ball an den Pfosten und dementsprechend nicht ins Tor. Aber Mainz macht trotzdem weiter Druck. Paar Minuten später, zwar Beşiktaş im Ballbesitz, kommen auch hier zu einem Abschluss, aber gut abgeblockt vom Verteidiger. Jetzt kommen die 05er über Barreiro. Schön zu Issa. Der verliert den Ball. Barreiro hat den zweiten Ball. Papela. Schöner Ball auf Issa Abbas. Abbas Issa mit dem Schuss gut gehalten. Zweiter Ball für Aaron Martin. Mit der Flanke auf den zweiten Pfosten. Der Kopfball wird aber zur Ecke geklärt. Schöne Möglichkeit für die Mainzer. Hier doch noch in Führung zu gehen. Gut gehalten von Ersin, dem Keeper von Beşiktaş. Gegen Abbas Issa. Die anschließende Ecke wird reingebracht von Nebel auf den kurzen Pfosten. Dazwischen gegangen vom Keeper. Herr Klian von Hoop mit der Ecke nicht zufrieden. Fordert genauere Bälle ein. Zweiter Versuch wieder Nebel. Diesmal ein Kopfball, der von der Linie gerettet wird. Er war schon besser, diese Möglichkeit. Das war auch die gefährlichste Ecke. Dann fast eine halbe Stunde gespielt. Die Mainzer wieder im Aufbau über Alexander Hack, Aaron Martin. Schön den Lauf gespielt von Jonathan Burkhardt. Burkhardt gegen Uysal. Burkhardt mit dem Haken, dem Abschluss aber gut gehalten. Und dann nochmal ein Kopfballversuch. Ball wird allerdings geklärt. Mainz macht mehr fürs Spiel, hat die Chancen, nutzt sie allerdings bisher nicht. Die nochmal Wiederholung, super Pass von Aaron Martin in den Lauf von Jonathan Burkhardt, der eine Körpertäuschung rausholt und dann den strammen Abschluss setzt, zu platziert auf den Mann und dementsprechend kein Problem für Ersin im Tor der Türken. Dann weiter Ball auf Aaron Martin, wieder aber zum Bumerang. Wellington zu Riquero. Der behauptet den Ball schön im Mittelfeld, schön angenommen. Immer noch Riquero, zieht Richtung Strafraum. Rüber auf Ljajic, Doppelpass. Aboubakar links raus zu Nkudu. Nkudu mit dem scharfen Ball in der Abschluss. Schöner Angriff von Beşiktaş. Den Gastgebern hier und dann vertrifft er den Ball nicht richtig. Deswegen geht er vorbei, ärgert er sich natürlich. Das hätte das 1-0 sein müssen schon fast. Aber die Chance vergeben, die Mainzer nun. Mit Zentner kurz auf Hack. Aaron zu Papela. Auf Burkhardt. Weiter zu Barreiro. Schön den Lauf von Abbas Issa. Issa legt zurück. Da ist Burkhardt mit dem 1-0.
39. Minute, Mainz führt im letzten Gruppenspiel der Champions League mit 1:0. Das ist verdient, auch wenn eben Beşiktaş die Riesenchance hatte, in Führung zu gehen. Doch insgesamt die Mainzer mit mehr Chancen, mehr Angriffen und hier schöne Übersicht von Abassissar, der die Mainzer ja zur Winterpause verlassen wird. Burkhardt macht seinen Treffer. Erstes Tor in der Champions League für ihn. Das Eigengewächs in der Fünfer. Wir machen einen Sprung in die zweite Hälfte. Die Mainzer bauen in Ruhe auf. Hier nochmal sehen wir Hack zurück zu Zentner. Wieder zu Hack. Rechts raus zu Pierre Gabriel. Nebel zu Barreiro. Schön den Lauf gespielt von Issa. Issa mit dem Haken. Der Abschluss gehalten. Und dann wieder ein Pfiff, wieder Elfmeter. Wieder für Mainz 05. Beim Schuss ist der Ball abgefälscht worden. Und dann ihm hier an die Hand, Riquero. Zumindest hat der Schiedsrichter das so gesehen. Wir gucken hier auf die Wiederholung. Ja, die Hand berührt da den Ball, aber das muss man nicht pfeifen. Versteht, Burkhardt übernimmt die Verantwortung. Wieder gegen Ersin Destanoglu. Wieder vergibt Burkhardt. Der zweite verschossene Elfmeter von ihm. Jonathan Burkhardt ballert das Ding knapp am Tor vorbei. Krijafonou kann es nicht fassen. Hätte hier schon höher führen müssen mit seinen Mainzern. Er wird kurz darauf auch vom Platz genommen. Für ihn kommt Obafemi rein. Freistoß. Gerät zu den Mainzern. Obafemi. Gerade eingewechselt. Raus zu Diekmann. Der wieder in den Lauf auf Obafemi. Obafemi legt quer. Da ist Abbas. 2:0 Mainz. 63. Minute. Issa Abbas mit dem 2:0. Natürlich der Vorentscheidung, weil eben von Beşiktaş nicht viel zu sehen war in dieser Partie bisher. Eine Möglichkeit hatten sie. Die wurde nicht gut genutzt. Ansonsten immer wieder die Mainzer mit den Nadelstichen. Hier schön in Szene gesetzt worden vom gerade eingewechselten Michael Obafemi. Und dann kein Problem für Abbas Issa, den Ball direkt zu nehmen. Da im 5-Meter-Raum völlig frei erzielt er sein Champions-League-Tor Nummer 1. Dann ein paar Minuten später kommt vielleicht doch nochmal was vom Beşiktaş mit Lenz. Immer noch Lenz zurück auf Sosa. Wieder zu Lenz. Zu Ljajic, wieder Lenz. Doppelpass. Mainzer kommen in die Zweikämpfe. Aber trotzdem behaupten Beşiktaş den Ball. Jetzt nicht mehr. Jetzt die Konterchance über Diekmann. Diekmann gegen Douglas. Immer noch Diekmann. Diekmann treibt den Ball. Immer noch. Diekmann ist im Strafraum. Legt zurück. Obafemi abgeblockt. Und das war gefährlicher, als man dachte. Das wird in der Wiederholung gleich nochmal deutlich. Weil der Ball drin gewesen wäre, ohne den abgeblockten hier. Hier sehen wir es nochmal. Der Ball wäre drin gewesen, wenn da das Schienbein nicht geblockt hätte. Eine Möglichkeit gibt es noch in der Partie. Wir machen einen Sprung in die letzten 10 Minuten. Einwurf für Beşiktaş. Der verliert allerdings den Ball. Pierre Gabriel zu Nebel. Schön wieder auf Pierre Gabriel. Rechts mit 4 Platz nun der Rechtsverteidiger. Pierre Gabriel. Immer noch Pierre Gabriel. Geht zur Grundlinie. Hält den Ball. Legt nochmal zurück auf Taylor. Rüber auf Obafemi. Obafemi in die Arme von Destanoglu. Das war's. Mainz gewinnt 2:0. Und weiter geht's in der Liga gegen Beşiktaş Istanbul. Gewonnen heute allerdings Liga-Alltag gegen Düsseldorf. Und zwar wieder mit einigen Wechseln. Die 05er kommen über Burkhardt. Burkhardt. Rechts raus zu Kenny. Mit der Flanke auf den zweiten Pfosten. Das Kunde. Aber Kastenmeier war dazwischen. Zwecke geklärt. Mainz offensiv stärkste Team. Düsseldorf das offensiv schwächste Team. Hier ist Onisivo an die Latte. Überraschend kam er an den Ball. Nimmt ihn aber dann an und hämmert das Ding an die Querlatte. Mainz zeigt sofort, in welche Richtung es gehen soll. Nach dem 2:0 Erfolg gegen Beşiktaş wollen sie in der Liga wieder einen Sieg einfahren, um weiter Druck auf die Bayern auszuüben. Doch zunächst einmal kommt Düsseldorf im Anschluss. Zimmermann. Mit der Flanke, rausgeköpft von Kenny, Konterchance für die Mainzer über Möller. Quaison, schön links raus zu Jean-Paul Boetius. Boetius treibt den Ball immer noch Boetius, legt zurück, da ist Quaison abgelegt und Möller aber gut gehalten. Jetzt die Konterchance vielleicht für Düsseldorf, Pledel. Pledel. Nochmal zurück auf Komnyaki, schöner Doppelpass mit Pledel.
Bledel ist im Strafraum, wird gestellt und der Schiri sagt Elfmeter. Kilian stellt sich da in den Mann rein. Für den Schiri war es zu plump, für ihn war es ein Foul und dementsprechend natürlich wieder ein Elfmeter in einer Partie von Mainz zu 5. Kann man so sehen, auch wenn Pledel hier den Elfmeter will. Fest steht, Elfmeter für Düsseldorf und damit die Chance für Ruven Hennings, den Tabellenletzten in Führung zu bringen. Hennings gegen Damen, Hennings, Damen hält! Und dann hat Kunde den Ball, kann klären. Hier nochmal Wiederholung. Schlecht geschossener Elfmeter von Ruven Hennings. Damen geht eigentlich schon viel zu früh in die Ecke, zieht aber noch gerade so die Beine zusammen und kann parieren. Dann, schneller Angriff von Düsseldorf. Quergelegt, Konjaki mit dem Kopfball und wieder Damen. Das ging schnell, da macht es Düsseldorf einmal schnell mit zwei langen Pässen, ein Querpass, der Kopfball wäre gut, aber Damen ist auf dem Posten und pariert zur Ecke. Die wird reingebracht von Pledel. Kurzer Pfosten, Kopfball wieder Damen. Prosinski sah da schlecht aus im Zweikampf, aber Damen bügelt das für seinen Verteidiger aus. Schöner Kopfball hier, wenn auch zu platziert auf den Mann. Wieder Ecke, wieder Pledel. Rausgeköpft, Konterchance für Mainz, Boetius. Hat ein bisschen Glück, dass sie den Ball behaupten können. Onisivo übernimmt. Dann wunderbar in den Lauf von Jonathan Burkhardt gegen Gibbs. Burkhardt. Immer noch Burkhardt. Legt nochmal zurück, da ist Onisivo. Onisivo mit der Führung. Eben noch die Chance für Düsseldorf, dann der Konter der Mainzer. Karim Onisivo mit der Führung für Mainz 05. Glücklich, wenn man überlegt, dass Düsseldorf eben zwei gute Möglichkeiten hatte und den Elfmeter. Aber dann kommen sie Mainz eben einmal durch und sie nutzen das eiskalt. Gehen durch Karim Onisivos fünftes Saisontor mit 1:0 in Führung. Und Mainz erhöht den Druck. Kommt ein paar Minuten später wieder. Burkhardt. Zu Kunde. Kunde. Behauptet den Ball. Immer noch Kunde. Legt nochmal quer. Der Schuss wird geblockt. Konterchance für Düsseldorf. Hennings. In die Mitte auf Morales. Weiter zu Klaus. Doch Kunde geht wieder dazwischen. Schön rüber zu Burkhardt. Burkhardt direkt in die Mitte auf Onisivo. Onisivo. Onisivo gehalten vom Keeper. Nachschuss. Ins Nirgendwo. Hier nochmal Wiederholung der Chance. Schön rausgespielt. Kunde auf Burkhardt. Der direkt weiter. Onisivo hier mit der Annahme. Hätte vielleicht querlegen sollen. Quaison hat gelauert. Und dahinter auch noch Boetius. Den ersten macht er noch ganz gut aus Tor. Aber dann dieser Schuss war von Onisivo, der ins Seiten ausgeht. Wir machen einen Sprung. Es passierte nichts mehr in der ersten Hälfte. Erste Möglichkeit der Partie nach über einer Stunde in der zweiten Hälfte. Pledel kommt. Kunde kretscht ins Leere. Pledel gegen drei Mainzer und die Mainzer behaupten das Leder. Posinski zu Kunde. Der wartet. Nimmt Quaison mit. Quaison. Schön zu Burkhardt. Immer noch Burkhardt. Burkhardt. Burkhardt 2-0. So einfach geht's manchmal. Einfach den Ball übernehmen, ein paar Meter gehen und dann ab dafür. 2:0 für Mainz 05. Jonathan Burkhardt getroffen, zuletzt in der Champions League, getroffen im Pokal und auch heute wieder in der Liga. Bekommt den Ball von Quaison, geht ein paar Meter, wird nicht angegriffen und trifft dann einfach ins lange Eck. Fünftes Saisontor für Jonathan Burkhardt in der Saison. Kurz darauf, Anstoß von Düsseldorf. Hennings. Komnjaki mit dem Schuss. Oh, dann hätte der Anschluss fallen können. Nur kurz nach dem 2:0. Wir gucken nochmal auf die Wiederholung. Weil das war schön in Szene gesetzt. Schöner Ball hier. Und dann der schnelle Abschluss von Komnjaki, der vom Prosinski nicht gestört wird. Da wäre Damen nicht mehr rangekommen. Aber der Ball geht am langen Pfosten vorbei. Der anschließende Abstoß. Bell. Zu Prosinski. Möller. Auf Taylor. Der nimmt Boetius mit. Boetius. Mit der Flanke. Das Obafemi. Inzwischen eingewechselt worden. Für Robin Quaison, der heute ohne Torerfolg bleibt, aber eine Vorlage gegeben hat. Jetzt also zwei Stürmer vorne drin mit Burkhardt und Obafemi. Die Mainzer bekommen den Ball hier wieder nach dem Abschluss. Taylor zu Möller. Möller.
nimmt Onisivo mit, der rechts rausgegangen ist. Die Flanke kommt. Burkhardt, 2-0. Stand es, doch dann kommt erneut Jonathan Burkhardt, der mit dem Kopf zum 3-0 markiert. Schöne Flanke vor allen Dingen von Karim Onisivo auf der rechten Seite. Wird hier nochmal deutlich. Müller, Ball rechts raus. Und dann geht er einen Schritt und bringt ihn perfekt rein. Burkhardt aus dem Stand, platziert ins lange Eck. Keine Chance für den Keeper, irgendwas daran zu machen. Sechstes Saisontor für den Stürmer der Mainzer. Damit natürlich die Vorentscheidung. Was soll noch großartig kommen von Düsseldorf? Chalobah zu Hennings. Mainz geht dazwischen mit Möller. Starker Ballgewinn. Möller in den Lauf von Obafemi. Der ist sofort wieder im Strafraum. Obafemi legt quer. Burkhardt, Dreierpack. 4-0 Mainz. So schnell geht's. 3 Tore in 7 Minuten von den Mainzern. Lupenreiner Hattrick für Jonathan Burkhardt. 7 Minuten hat er gebraucht. Bekommt hier wunderbar den Ball serviert, um den dann hier mit links reinzumachen. Und damit der Burkhardt ein Tor mit rechts, eins mit dem Kopf und eins mit links. Lupenreiner Hattrick des jungen Mainzer Stürmers. Natürlich die Partie damit entschieden. 10 Minuten noch zu spielen. Mainz schaltet einen Gang zurück. Lässt Düsseldorf nun ein bisschen den Platz. Und sie wissen auch ein bisschen, was damit anzufangen. Zimmermann rechts raus. Gegen Brosinski, aber zurück auf Morales. Immer zurück auf Chalobah. Chalobah, schöner Ball auf Konjaki. Gehalten, aber war eh abseits. Keine Gefahr hier an dieser Stelle. Damen hätte den Ball gehabt und 4 Düsseldorfer standen zeitgleich im Abseits. Letzte Möglichkeit, haben wir mal in sich. Mainzer hier, Geschenk von Damen. Möglichkeit für Düsseldorf. Chalobah. Auf den zweiten Pfosten, rausgeköpft, dementsprechend jetzt die Mainzer mit Taylor. Zu Boetius. Schön, wie er Zimmermann aussteigen lässt. Boetius wartet, dann schön getimt in den Lauf von Burkhardt. Burkhardt ist durch, legt nochmal quer. Kopfball, Unterkante, Latte. Nachgesetzt und dann Konterchance für Düsseldorf. Hennings, stark gemacht, Handspiel, aber Vorteil gesehen. Gut gemacht vom Schiedsrichter. Hennings, super Pass in den Lauf von Konjaki. Konjaki verfolgt von Kilian. In der Mitte wartet auch Prosinski. Immer noch Konjaki und Damen hält. Das war die letzte Möglichkeit der Partie. Wir machen nochmal einen kurzen Blick auf die Wiederholungen der beiden Möglichkeiten. Hier der stramme Schuss ins kurze Eck und dann natürlich der Kopfball von den Mainzern. Hier schöner Angriff über die linke Seite. Boetius in den Lauf vom Burkhardt, der querlegt und Michael Obafemi trifft nur die Unterkante der Latte. Mainz gewinnt 4-0, damit weiterhin kein Gegentor im Dezember. Und weiter geht's für die Mainzer gegen Hertha BSC Berlin und den VfL Wolfsburg. Dann ist Winterpause.